Hi, willkommen bei Grill Chill Barbecue Lifestyle. Euer Pit hier, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute kleiner Roadtrip. Wir sind hier bei Grillfürstin Ebikon. Uwe, der Geschäftsleiter, ist hier. Und es gibt eine leckere Pizza vom Witt Etna Rotation oder Rotante. Dann haben wir hier Uwe. Stell dich kurz selber vor. Ich bin Uwe, Geschäftsführer von Grillfürst Schweiz in Ebikon. Wir sind einer von den größten Grillfachgeschäften in der Schweiz, hier in Ebikon. Ausstellungsplätze von über 1000 Quadratmeter. Ein richtiger Grillparadies. Und heute möchten wir eben den Pizzaofen vorstellen, die Vorzüge und was man alles damit machen kann. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich raus. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich ihn angeboxt habe, rausgenommen und wie schnell das der aufgestellt ist, wie groß das er vor allem ist, das ist Wahnsinn. Und mit der Rotation, ich kann nur sagen, das kann nur lecker werden. Wir gehen raus und backen eine schnelle Pizza. Ja, dann starten wir hier gleich durch. Uwe hat sich einen Teigling genommen. Übrigens, wie man einen super leckeren, speziellen Pizzateig macht, könnt ihr hier oben rechts andrücken und schauen. Hier die einfache Version. Einfach immer nach außen drücken und dann klappt das auch bei Nicht-Pizzaiolos relativ entspannt. Ja, genau. Schön ein bisschen Spannung drauf bringen und ich glaube, das reicht jetzt eigentlich auch schon. Mit den Zutaten sehr italienisch, sehr sparsam. Genau. Das ist nämlich richtig gut. Ist ja ursprünglich ein arme Leute-Essen gewesen in Italien. Das eigentlich zur Resteverwertung praktiziert wurde. Genau so ist das. Was übrig blieb, kam auf die Pizza. Vielleicht auch noch zum Erwähnen, wenn man den Pizzateig selber macht, je weniger Hefe reinkommt, umso länger die Garzeit. Eine gute italienische Pizza hat schon mal eine Garzeit von 24 oder gar 72 Stunden. Auf jeden Fall, meiner mache ich mit dem Hefeweizenbier sogar bis, also ich sage unter 4 Tage, bis 7 Tage. Genau, kannst du dann das, hast du die Hefe vom Weizen drin. Genau. Belegen tun wir das ganz einfach, ein bisschen Tomatensoße, dann ein bisschen Mozzarella, ein bisschen Salami nach Geschmack und dann geht schon rüber. Speed Pizza würde ich mal behaupten heute. Ja, dann geht's los mit der wilden Fahrt. Uwe, du darfst. Ich werde das jetzt auch nicht schneller laufen lassen oder irgendwie so. Das ist jetzt 1:1, könnt ihr miterleben, wie eine Pizza richtig schnell perfekt wird. Thank you.
Wahnsinnspizza. Schon alles schön dunkel und farbig gut. Sensationell. Ja, Freunde, eine Mega-Pizza, es riecht hier fantastisch wie in einer Pizzeria. Jetzt testen wir die gute Pizza mal. Sie steht auf jeden Fall, perfekt, schön dünn. Gute. Woher bekommst du? Absolut genial, super einfach zu machen. Je nachdem, was ihr für einen Pizzateig, Pizzasoße habt, könnt ihr variieren. Sensationell. Das Gerät, Vit, Etna, Rotazione. Die Rotation ist das Highlight, absolut. Schaut auf jeden Fall bei Grillfürst vorbei. Würde mich freuen. In Deutschland natürlich und in der Schweiz, hier in Ebikon. Einer der größten Grillshops. Kommt unbedingt mal vorbei. Schaut rein hier. Ihr findet immer etwas. Es ist der Wahnsinn, was es hier alles gibt. Und ich kann nur sagen, das Pizzagerät, top, mega, super, sensationell, Uwe. Danke, dass du mich eingeladen hast, vorbeizukommen. Ich bin immer gerne hier, das ist mega. Danke euch fürs Reinschauen. Däumchen werden Träumchen. Ballert in die Kommentare, was haltet ihr von dem Pizzaofen? Ein mega Gerät, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß das ist auf Film. Das ist wirklich ein Riesengerät, aber das seht ihr im anderen Video und oder im ersten Video. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es wird gegrillt und gechillt hier auf meinem Kanal. See you, Freunde. Danke, Uwe.